So, jetzt bin ich endlich wieder in der Schule angekommen. Oh Mann, ich habe mir wirklich leider ein bisschen Winterspeck zugelegt. Oh. Huch, wer bist du denn? Wo ist Herr Fisch? Mr. Fisch ist heute krank. Stattdessen bin ich hier. Na, dann haben wir endlich mal jemanden ohne Sprachfehler. Na schön, dann setze ich mich einmal ganz kurz hier hin. Oh, da ist ja Lisa. Ihr müsst wissen, Leute, ich finde Lisa schon ganz hübsch und so. Aber ich traue mich manchmal nicht, sie anzusprechen. Hey, Cedric, was geht ab? Es geht gut ab. So geht so gut. Verstehst du? Was? Okay. Also, liebe Kinder, wir beginnen die Stunde, indem wir einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da lassen. Genau so sieht's aus. Und Cedric, wie geht's dir heute so? Lisa, weißt du, ich finde dich schon ganz, wovon redest du, Cedric? Komm endlich mal zum Punkt. Du bist doch nicht Herr Fisch. Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ein bisschen verliebt in dich. Es tut mir leid. Oh, ach so. Also mal ganz ehrlich, Cedric, aber du bist doch viel zu dick für mich. Was? Zu dick? Das stimmt doch gar nicht. Und ob? Du bist so richtig fett. Oh Mann, das ist voll gemein von dir. Tja, ich bin halt die Einzige, die es ausspricht. Wenn du mit mir zusammen willst, dann musst du schon mal ein bisschen mehr drauf haben. Och Mann, aber die Süßigkeiten sind so lecker und ich habe manchmal... Und oh Mann, Leute, ich wusste, dass das keine gute Idee war. Cedric, wo willst du denn hin? Er geht jetzt mal eine Runde abnehmen, glaube ich. Oh Mann, sie hat recht. Ich bin viel zu dick. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich da zu dick gehört? Ach komm, mach du dich auch nicht über mich lustig. Ach Cedric, du musst wissen, es ist absolut nicht schlimm, dick zu sein. Ja, aber das Mädchen, das ich liebe, möchte ich mich nicht, weil ich zu dick bin. Ach so, ja gut. Es ist schlimm, dick zu sein. Nein, Spaß. Ich hätte da eine Idee. Weißt du was? Triff mich vielleicht später nochmal. Ich hätte eventuell eine Idee, was wir machen könnten. Okay, na gut. Ach, na schön, ich gehe da mal nach Hause. Oh Mann, ich werde es nie schaffen. Ich bin so schlecht darin. Hey, Cedric, was ist denn los? Ja, mein Sohn, wie geht's dir? Ach, ich habe heute zum ersten Mal einem Mädchen gestanden, dass ich sie liebe. Aber sie hat mich leider einfach nur ausgelacht, weil ich so dick bin. Oh, aber das ist doch gar nicht schlimm, ein bisschen dick zu sein, Cedric. Ja, aber es ist eigentlich auch nicht so gut. Ich meine, das ist doch auch nicht gesund oder so, oder? Wir können mal schauen, ob wir irgendwas machen können. Ich meine, es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn du zum Beispiel nicht so viel Süßigkeiten essen würdest. Was meinst du denn damit? Hm. Zum Beispiel, dass du sowas einfach sein lässt. Gib das her. Hey, das ist schon mal der erste Schritt. Und ehe du dich versiehst, kriegen wir das irgendwie wieder hin. Lecker, Lolli. Au, wie unfair. Na gut, dann setze ich mich mal wieder ein bisschen an den Computer und spiele ein bisschen Fortnite. Oder du gehst vielleicht ein bisschen nach draußen und triffst dich mit einem Freund oder so. Epic Will. Was? Na schön. Ach Mann, wenn du meinst, dass das helfen soll. Mit wem könnte ich mich denn treffen? Ich habe eigentlich gar keine Freunde. Oh, ich habe eine Idee. Eine Mitschülerin wollte sich doch heute mit mir treffen. Ich kann sie vielleicht mal anrufen und gucken, ob ich irgendwas herausfinde. Das ist doch schon mal eine super Idee, Cedric. Hallo, hier ist Cedric. Oh, hey Cedric. Schön, dass du dich meldest. Und wie geht's dir? Du hast doch gesagt, dass du eventuell irgendeine Idee für mich hast. Und ich sollte mich nochmal bei dir melden. Ach ja, genau richtig. Lass uns doch heute einfach mal auf dem Sportplatz treffen. Auf dem Sportplatz? Und was sollen wir da machen? Na, was denkst du, macht man denn so auf einem Sportplatz? Komm in einer halben Stunde vorbei. Okay, bis dann. Tschüss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na schön, gut. Ich versuche das mal hinzubekommen. Bis dann, Papa. Ich gehe auf den Sportplatz. Du tust was? Okay. So, da wäre ich auch schon. Hallo, du bist ja auch schon da. Hallo, Cedric. Schön, dass du gekommen bist. Und was sollen wir jetzt hier auf dem Sportplatz machen? Naja, Sport. Weißt du, Sport macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man das vielleicht mit Freunden zusammen macht. Und vielleicht hast du dadurch ein bisschen mehr Motivation, etwas zu machen. Naja, das hört sich ja wirklich gar nicht mal so schlecht an. Wir können es gerne mal probieren. Du wirst sehen, wenn wir ein bisschen Fußball spielen zum Beispiel, dann wirst du schon ordentlich ins Schwitzen kommen. Und vielleicht nimmst du auch das ein oder andere Kilo ab. Oh Mann, okay, wenn du meinst. Na komm, lass uns ein bisschen mit Pedro Ball spielen. Komm, Pedro, gib mir den Ball. Okay, doki. Hier ist der Trick, fang. Wow, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, und reinschießen. Wow, Tor. Oh Mann, du bist wirklich gut. Hier nochmal. Okay, dann los. Ich verfolge dich, Cedric. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Wow, wow, wow. Oh Mann, ich bin schon völlig aus der Puste. Und hab dich. Woo, mein Ball. Oh Mann, das ist etwas anstrengender, als ich mir gedacht habe. Ach, keine Sorge, Cedric, so fängt das immer an. Aber es macht doch schon Spaß, oder? Ich glaube schon, aber ich glaube, ich brauche kurz eine Pause. Nicht, haha, gib mir den Ball. Und ins Tor. Oh Mann, du spielst mit unfairen Tricks. Ha, ich bin der Beste, Platz 1. Nicht schlecht, Cedric. Das macht wirklich Spaß, das können wir gerne öfter mal tun. Aber jetzt muss ich wirklich kurz eine Pause einlegen. Oh, hey Leute, spielt ihr gerade ein bisschen
Fußball? Oh, da ist ja unser kleiner Dickerchen. Hey, Nisa, sei nicht so gemein zu ihm. Er gibt sich Mühe für dich. Oh, für mich macht er das Ganze. Das ist ja wirklich süß. Tja, scheint aber nicht sehr viel zu bringen. Sei nicht so gemein zu ihm, Nisa. Er mag dich wirklich gerne. Hm, naja, wir werden ja sehen, wie das Ganze noch ausgeht. Wir sehen uns, meine Lieben. Und mein lieber Cedric, ha? Tschüss. Oh Mann, das bringt gar nichts. Naja, sowas passiert halt nicht von heute auf morgen, weißt du? Früher oder später wird das funktionieren, glaub mir. Ich habe es selbst ausprobiert. Oh Mann, na gut. Ich gehe vielleicht erstmal nach Hause. Ich krieg das vielleicht irgendwann nochmal hin. Aber wir können das gerne mal hin und wieder machen, das mit dem Fußballspielen und so. Das macht echt Spaß. Okay, Cedric, morgen wieder um 11? Ja, gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Okay, Cedric, und du darfst die Augen aufmachen. Okay, es ist kalt hier. Oh Mann, was? Sind wir hier etwa auf dem Berg drauf? Ganz recht. Ich habe mit dir schon einen Termin mit Dr. Gurkensalat gemacht. Dr. Gurkensalat? Wer soll das denn bitte sein? Das bin ich, junger Mann. Wie geht's dir? Hallo, Dr. Gurkensalat. Kannst du mich überhaupt sehen? Natürlich kann ich dich sehen. Okay. Wie viele Finger zeige ich gerade? Du hast überhaupt keine Finger, so wie eigentlich niemand hier von uns. Was? Ich... Oh, ja, du hast sogar recht. Du musst mir vertrauen. Dr. Gurkensalat ist ein wirklicher Experte in seinem Gebiet. Das hier ist das Schwitzbad, Junge. Willst du ein bisschen Fett verbrennen? Gar kein Problem. Oh Mann, ich wäre lieber irgendwo im Warmen als hier draußen, wo es so eisig kalt ist. Ich meine, wir sind hier mitten auf einem Berg. Leute, im Ernst? Daran können wir schnell etwas ändern. Komm her. Hey, was soll das? Du hast mich ins Wasser geschmissen und... Das ist so schön warm hier. Da musst du jetzt ein paar Stunden drin sitzen. Was? Ein paar Stunden? Ach, egal. Es ist so schön entspannt. Und ehe du dich versiehst, bist du schon etwas weiter als davor. Na gut, und während du das machst, werde ich ein bisschen Popcorn essen. Ach, mir ist alles egal. Dieser Pool ist wirklich gemütlich. Mach mal Platz, Cedric. Ich will auch rein. Ach, ist das schön. Ah, Lisa, was machst du hier? Ach, darf ich mich etwa nicht in dieses warme Wasser legen? Oh Mann, ist das gemütlich. Wow. Ja, natürlich ist das gemütlich. Was genau machst du denn hier? Nichts. Ich war nur zufällig in der Gegend und habe gesehen, dass du da lang gelaufen bist. Ich meine, ich wollte gerne mal in die Sauna gehen. Aber das hier ist doch keine Sauna. Ist es nicht? Naja, dann halt nicht. Oh Mann, ist das peinlich. Lisa, was machst du denn schon wieder hier? Ach, alles gut. Ich bin auch schon wieder weg. Aber schön, dass du dich immer noch so bemühst. Ich dachte eigentlich, bei dir ist wirklich alle Hoffnung verloren. Oh Mann, schon wieder. Keine Sorge, Cedric. Du hast es schon echt weit geschafft. Und wir kriegen den Rest auch noch hin. Na, wenn du meinst. So, da bin ich. Wow, du hast dich ja wirklich richtig krass entwickelt, Cedric. Ja, ich muss zugeben, es war gar nicht mal so einfach. Aber immerhin hat es gut funktioniert. Oh, wow. Er hat ja richtig viel Muskeln bekommen auf einmal. Junge, Junge, Cedric, ganz schön Respekt. Warum ist Herr Fisch eigentlich immer noch nicht da? Ach, der hat eine etwas längere Krankheit. Der ist sicher nächste Folge oder so wieder da. Cedric, können wir ganz kurz sprechen? Ja, natürlich können wir das. Hör mal, ich wollte eigentlich gar nicht so unfreundlich zu dir sein. Ich habe dich einfach nur ganz falsch eingeschätzt. Ich dachte irgendwie, du bist einfach nur so ein bisschen dumm und dass du das nicht wirklich hinbekommst. Aber du bist ja wirklich unglaublich gut aussehen geworden. Und ich wollte dich deswegen fragen, willst du vielleicht mit mir zusammen sein? Oh, im Ernst? Weißt du was, Lisa? Vor kurzem hätte ich vielleicht noch ja gesagt, aber wenn ich ehrlich bin, du warst die ganze Zeit so unfreundlich zu mir und hast mich einfach nur ausgelacht. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, du liebst gar nicht mich, sondern nur meine Hülle, wie ich aussehe, sozusagen. Weißt du, wer mich wirklich immer unterstützt hat und die immer in jeder Notsituation geholfen hat? Nein, wer denn? Das warst du. Ich? Oh mein Gott. Ja, genau du. Ich möchte mit dir zusammen sein. Oh Mann, das war schon immer mein größter Traum. Oh Mann, Alter. Tja, tut mir leid, Lisa, aber du hattest die Chance gehabt. Oh, ich hasse dich. Egal, wie gut du aussiehst, du wirst immer gut aussehen. Ich meine, du wirst immer... Ich werde dich... Ach, Mann. Ich kann es gar nicht fassen. Das habe ich mir schon mein ganzes Leben gewünscht, Cedric. Keine Sorge, ich habe das mitbekommen. Und ab jetzt können wir zusammen sein. Wuhu. Herzlichen Glückwunsch, ihr beide. Weißt du was, Vertretungslehrer? Um ehrlich zu sein, wünsche ich mir wirklich manchmal Herr Fisch zurück. Aber dennoch will ich auf jeden Fall sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Toka-Boka-Story. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!